Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bullet Heaven 2. Diesmal wieder mit Chip. Yeah. Mit Chip. Ja, lange her. Ja, ich habe Unterstützung bekommen. In diesem schwierigen, schwierigen Spiel, das gar nicht so schwer ist. Obwohl ich auch schwer spiele. Komm, so schön muss doch nicht sein. Die Spielerauswahl hat er, glaube ich, noch gespeichert. So wie es hier aussieht. Ich bin eine Katze. Wollen wir uns Handicaps anmachen? Keine Todesbombe. Gibt 5% mehr Punkte. Nein, tu's nicht. Okay, gut, dann starten wir. Mhm. Sobald du bereit bist. Ich bin bereit. Gut, erstmal vorlesen hier. Es ist wirklich kalt hier oben. Selbst einige der Feinde sind eingefroren. Oh ja, ich sollte wahrscheinlich erwähnen, dass gefrorene Gegner und Eiswürfel dir nicht schaden können. Oh, das wusste ich nicht. Nun, vielleicht, wenn du sie in Scherben schießt schon, aber ansonsten sind sie sicher. Also bitte streue deine Kugel nicht über den ganzen Bildschirm und zerbrich das ganze Eis. Das könnte schlecht für uns ausgehen, verstanden? Aber ich muss Dinge abschließen, um zu überleben. Das ist meine Art zu leben. Wir müssen einfach alles abschließen, aber super fortzusteigen. Das Spiel ist sehr humorvoll. Ja, ich mag die Dialoge und das Team hier sind voll die Assis übrigens. Was? Das sind voll die Assis, die alle uns umbringen und so. Ja. Damit meine ich, dass ihr euch Zeit lassen sollt. Ihr bringt uns alle um, wenn ihr einfach alles abschließt. Okay, aber sie gehört. Okay, ich bin eine Katze auf 5 Sterne. Und ich bin hier so ein komisches Schleimviechchen. Übrigens, die Gegner haben Revenge Bullets. Das heißt, wenn du einen Gegner abschießt, wird der wahrscheinlich meistens zurückschießen. Verlebe ich das, ja. Ja, solange du nicht getroffen wirst. So schlau. Ah. Ja, aus dieser Perspektive ist es jetzt ein bisschen anders, ungewohnt. Wenn ich Fehler mache, dann liegt es nicht an mir. Alter. Entschuldigung. Ja genau, ist glaube ich egal, wer die Diamanten einsammelt. Obwohl die Diamanten einen noch ein bisschen aufladen. Also ich folge dir einfach. Nein! Du solltest möglichst die abschießen, die... Oh, ich glaube wir kriegen Pfeile. Autsch. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Genie. Du musst jetzt überleben, solange bis ich wieder da bin, ne? Was? Hauptsache... Alter, wann werde ich mal wiederbelebt? Hallo? Ah, revive. Ich versuche nur um zu überleben, überhaupt um zu überleben. Ich töte um zu überleben. So jo. Lebe ich. Wir waren geboren um zu töten. Die Gegner unserer Zeit. Ja. Sterb doch nicht. Jetzt mal. Du musst warten, bis du wiederbelebt bist. Ey, ich kann Geld ansammeln. Ja. Oh, sogar wenn du tot bist. Das ist cool. Wir kriegen von uns keinen Diamanten, wenn wir Fehler machen. Ne? Oder wenn wir bomben. Echt? Sag das doch! Bombe ist Fehler im Grunde, nur kein so krasser. Dass du halt, du stirbst halt nicht von der Bombe. Apropos sterben. Ich dachte, ich mach's mal. Revive. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ja. Kann ich nachvollziehen. Und wie kommt das, dass ich das überlebe? Das liegt an deiner kleinen Hitbox. Also Toho hat mir echt... Also das Üben mit Toho hat mir echt geholfen. Und wie gut bist du mittlerweile in Toho? Jetzt. Ist einfach leider. War doch nur eine Frage. Ja. Ich kann gar nicht auf die Gegner achten, weil ich ausweichen muss! Fucking Revenge Bullets, ey. Ich habe übrigens herausgefunden, die Revenge Bullets gibt's tatsächlich erst ab der Schwierigkeitsstufe schwer. Und? Wieso spielen wir denn... Ach, egal. Wir spielen schwer, weil normal zu easy. Ich will kurz anmerken, dass das Spiel heute zum ersten Mal spielt, deswegen einfach nur es schlimm finde, dass wir auf schwer spielen. Normal wäre aber zu easy. Ich habe es ein bisschen auf normal gespielt und da ist es easy. Wir haben mal wieder einen Diamanten gekriegt. Also cool. Du bist auch zu easy. Nein! Das war ein Fehler, das ganze Eis zu schießen. Überlebst du's? Mit einer Bombe schon. Haha. Ich werde reich! Wow. Fuck, ich sterbe. Oh, ich sterbe doch nicht. Bonusrunde. Oh yeah. Wir können ja noch Punkte abkassieren. Wenn wir das möchten. Wenn wir es überleben. Ja. Okay. Ich sehe nichts. Ich sehe schon was. Ich sehe blaue Bullets. Alter, sterb doch nicht. Alter, was erwartest du? Ey. Tut mir leid, ich bin unfähig. Doch, wieso? Geht doch alles noch.
natürlich Leute, die schlechter sind. Teilen wir uns. Kann es sein, dass wir uns die Bomben teilen? Nee, ich frag nur. Ich wüsste davon nichts. Dass wir uns Bomben teilen. Man kann über die. Das Eis hat sie ja gesagt, tut uns nichts. Wenn wir es berühren. Ach, ich bin so dumm! Ich weiß nicht, ob es mir gefällt, gefrorene Ziele abzuschießen. Es macht keinen Spaß, wenn sie nicht zurückschießen. Aber sie haben es wahrscheinlich eh verdient. Ich werde einen taktischen Vorteil nutzen, wenn ich ihn sehe. Alles ist erlaubt in der Liebe und im Krieg. Und ich habe keine Liebe. Zumindest werden ihre Leichen durch die Kälte konserviert. Über einem natürlichen Kühlschrank. Ja, das ist gut zu wissen. Ja, die sind ein bisschen komisch drauf. Die Leute. Wir haben einen B-Rang. Sonst habe ich immer mindestens einen Stern. Aber ich war auch nicht gerade super in der Runde. Ja, du bist halt schlecht. Im Vergleich zu mir. Genau. Wir sind aus dem Blizzard raus. Was für eine Erleichterung. Ich glaube nicht, dass wir in dieser Höhle, dass es in dieser Höhle schneien wird. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich kann irgendeine Art von magischer Eigenschaft in dieser Höhle spüren. Und außerdem pass auf die Gegner auf, die aus mehreren Teilen bestehen. Es kann nützlich sein, zunächst ein paar Teile zu zerstören, bevor du den Hauptkörper angreifst. Warum weißt du das alles? Es ist fast so, als ob du eine Komplettlösung oder so gelesen hättest. Das stimmt. Sie weiß wirklich ziemlich viel. Okay, jetzt haben wir Gegner aus mehreren Teilen als neues Gimmick. Och nee, nicht schon wieder diese Wichsviecher. Wieso? Die waren in der vorherigen Welt voll fies. Mit ihren Schüssen. Aber jetzt machen sie irgendwie anderes Zeug. Alles Zeug. Ja, die schießen halt. Ich mag die Sekundärwaffe. Die Mucke. Gerne. Ja, die Mucke höre ich jetzt leider nicht. Ja. Hört sie dich gut an? Ich finde die chillig. So eine ganz ruhige so. Ah, schön. Alter, meine Sekundärwaffe ist so cool. Okay, Entschuldigung, Leute. Ach ja, kein Problem. Oh, Münzen. Wir zocken hier auch Spaß. Ja, genau. Alles andere ist nicht so relevant, ne? Genau. Ich will der Allerbeste sein. Ich bin tot. Also bin es. Ja, ein bisschen. Aber ich komme ja auch gleich wieder. Wer hat gebombt? Ich bin danach gestorben. Du bist tot. Ja. Ich finde mein Schleimhäschen ganz voll süß. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie lang die Invincibility Time ist nach einem Gegentreffer. Beziehungsweise wenn man wieder belebt wird. Alter. No! Es wird bei hier. Scheiße. Das hat keiner gesehen. Punktzahl hochgeladen. Fuck. Ach, ich habe schon mal gefailt bei dem Boss. Du weißt, dass wir online sind. Ja. Live auf Sendung. Ja. Das hat jeder gesehen. Ich weiß. Mein Fail gegen den Boss in Welt 3 hat auch jeder gesehen. Wobei der teilweise unfair war, weil da Bullets in einem spawnen können teilweise. Und das ist nicht ganz fair, meiner Ansicht nach. Tut mir leid. Die Bombe. Ja. Ja, sollte es auch. Wir haben nur 3. Wir teilen uns die? Ja, habe ich doch vorhin festgestellt. Du hast gesagt, du fragst dich das, du hast das nicht festgestellt. Ja gut, das stimmt. Also die Farben. Welche Farben? Für Epileptiker und so weiter geht. Oh ja, für Epileptiker sind solche Spiele allgemein nicht geeignet. Das hängt mit dem Genre zusammen. Schlimm, ey. Wow, ich wäre fast in den Gegner reingerannt. Aber ich habe überlebt. Noch. Du. Ich muss aufhören, immer so gierig nach dem Diamanten zu sein. Ist mir schon zweimal passiert, dass ich da durch den Gegner gerannt und gestorben bin. Dass ich das überhaupt noch überlebe, ey. Wie gesagt, du hast eine kleine Hitbox. Ich glaube, die Hitbox in diesem Spiel ist sogar kleiner als die im Toro-Spiel. Würde ich vermuten. Ich glaube, laut dem Spiel selbst ist die Hitbox nur ein Pixel groß. Wow, halten die Viecher was aus. Die sind voll robust. Aber ich finde die süß.
was auch immer wir hier abschießen. Wow, zu viel. Bombe! Ich hab doch gesagt Bombe. Ja, ich wollte die Bombe nicht einsetzen, weil du gesagt hast, ich soll es nicht. Noch ein Versuch. Der letzte Film. Es geht weiter. Ja, das Video müssen wir hier voll machen. Ich bin auch dabei. Aber ich sitze auch gerade ein bisschen anders als sonst. Das bin ich nicht gewohnt. Das ist doch ein Unterschied. Ein bisschen schon, ja. Ich bin sehr sensibel, was das angeht. Bei so Spielen. Wir haben halt auch keine Leben oder so. Das Spiel ist witz. Ja. Lustig wäre es, wenn sich die Leben teilen würde und dann einer immer verreckt. Aber ich glaube, ich verreck sogar fast mehr als du, kann es sein. Alter, ich konzentriere mich nur auf meine Spielfigur, schieß ein bisschen und versuche zu überleben. Nur auf deine Figur sich zu konzentrieren, ist aber nicht sonderlich klug. Ja, aber ich... Du solltest dich auf den Screen konzentrieren und auf die Projektile. Das ist voll schwer. Ja. Du warst ja schon immer der Torspieler und sowas. Ja. Also, du kannst gleich auch noch eine Runde spielen, wenn du möchtest. Weg damit! Doch, du hast gesagt, du bist besser geworden. Wann habe ich das denn gesagt? Irgendwann bestimmt. Kann ich Tore mit der Maus steuern? Nein. Schade. Ich finde das um einiges angenehmer, muss ich sagen. Was findest du? Ich könnte sie überhaupt nicht, aber... Ich bin halt Tastaturspieler. Durch und durch. Fuck, man. Diese großen Kristalle hier. Wow. Wie viele Wellen sind das eigentlich? Würde mich mal interessieren. Ich sterbe. Oh. Alter Schwede. Das sind die Revenge Bullets hauptsächlich, glaube ich, die uns gerade durch Probleme machen. Oder diese ganzen Eiszapfen, wo kommen die her? Wer schießt diese Eiszapfen? Bist du gerade gestorben? Ja. Deswegen haben wir keinen Diamanten. Achso. Ich habe mich gewundert. Ich bin wieder gestorben. Wow, Alter. Alter, voll jetzt. Ja. Bisschen voll. Aber geht. Geht. Die Musik ist schön. Ja, die Musik ist gut. Und so Viecher, die wir jetzt abschließen, erinnern mich ein bisschen an Star Wars. Fuck mal. Das war schlecht. Es ist schön, dass du das einsiehst. Ja, ja. Aber du kannst dich trösten. Immerhin kannst du sagen, du spielst auf schwer. Alter. Ja, ist doch so. Wir spielen hier auf schwer. Der Boss? Ich nenne das eine Death Fairy. Auch wenn es keine Fairy ist, aber sie ist auf jeden Fall Death. Alter. Ja, hält ganz schön viel aus. Jetzt hast du erstmal die Teile von dem zerstört. Welche Teile? Ich habe doch keine Teile gesehen. Erstmal die Flügel und dann der Rest. So. Wie gesagt, ich habe keine Teile gesehen. Ich war zu sehr auf Ausweichen konzentriert. Alter, die Blinkeffekte, wenn du wieder blöd wirst, ey. Ich will halt einen leuchtenden Auftritt haben, das erwartest du. Was mich teilweise ein bisschen stört, oder gestört hat am Anfang, dass die Bullets teilweise schlecht zu erkennen sind, wenn die nah an einem dran sind. Fuck. Ich sterbe ihn. Ja. Leute, ich bin unfähig. Ein bisschen, aber ich bin auch schon gestorben. Oh, ich bin wieder da. Boah. Level komplett. Hat nur 3 Versuche gebraucht. Und wir haben B-Rang. Alle noch am Leben? Spitze. Der Eisgolem war schwer. Ich hoffe, wir müssen nicht noch einmal so etwas wie das bekämpfen. Lasst uns tiefer in die Höhle gehen und schauen, was wir finden. Wow, die Katze ist eingeschlafen vor Langeweile. Ja gut. Kann ja mal passieren. B-Rang. Ich bin halt sehr schläfrig. B-Rang statt 3. Ach, halt doch dein Maul. Ja, geht schon. Boah, pass auf, die ganze Höhle bebt. Ich habe vielleicht eine kleine Phobie davor, lebendig begraben zu werden. Die Steine vor uns werden lebendig, sie formen sich zu etwas Gewaltigem. Tatsächlich ist das bloß ein aufwachender Kristallgolem. Wir haben Bosse wie diesen schon bekämpft, wir schaffen das, beruhigt euch. Hey Natalie, ich habe auch keine Angst, diese Jungs sind solche Waschlappen. Mein Vater ist in einem Minecraft-Unglück ums Leben gekommen. Er wollte dir Diamanten zu sehr und dann bumm. Das Einzige, was ihm übrig blieb, war seine Schaufel und einige Blöcke Holz und ein einzelner Klumpen Kohle. Oh, tut mir leid.
Okay. War das eine Minecraft-Anspielung? Nein. Ist das jetzt eigentlich der Bosskampf hier oder ist das noch ein Level zum Boss? Ich bin tot. Ist das ein Boss? Also nicht. Ah ja, Bossgegner. Ich hoffe, ich werde genau wiederbelebt. Oh. Das hat keiner gesehen. Oh, man kann ihm gar keinen Schaden machen, wenn man dort dann schießt. Du musst auf ihn schießen. Ich hatte mich auf die. Sorry. Du musst auf ihn schießen, wenn du Schaden machen willst. Ach, der Bluff. Die Mucke. Ah ja, jetzt. Das ist übrigens ein Boss und die sind teilweise ein bisschen heftiger. Oder auch nicht. Spellcard. Spellcards haben die leider nicht. Sieht aber aus wie ein Spell. Nee, wir sind hier nicht bei Toho. Lass mich. Leider. Leider kein Spellcard. Ich will ja kein Diamant. Bist du gestorben? Das sieht voll komisch aus. Okay, jetzt kommt hier. Das war gut. Ich glaube, wir wären sonst gestorben. So wie ich. Ich hab da irgendwas falsch gemacht. Guck dir mal das Ding an, was du auf seinem Kopf hast. Ja. Nein! Du hast gefailt. Entschuldigung. Und ich auch. Aber jetzt kennen wir es und jetzt sind wir besser. Und jetzt verrecke ich vor allem nicht in der ersten Welle. Hä? Man macht weniger Schaden, wenn man... Wenn was? Wenn man die ganze Zeit durchgängig schießt. Ja, du hast eine Energieleiste für deinen Primärschuss und wenn die nicht aufgeladen ist, schießt du halt nur langsam. Du machst halt mehr Schaden, wenn du... Du schießt einfach mehr, wenn die aufgeladen ist und du mehr schießt, machst du mehr Schaden, ne? Logischerweise. Der Boss ist aber schwieriger als die vorherige. Muss ich gerade ganz ehrlich mal sagen. Alter Schwede. Genau, die Form ist ja einfach. Du bist echt gut geworden. Ja, ich finde das Spiel allgemein sehr gut. Du kannst dir auch mit Cheats und Handicaps die Sache leichter oder schwerer machen. Ich finde die Grafik von der Film so geil. Ja. Gefällt mir richtig. Okay. Ja, die Form verstehe ich auch noch nicht so gut. Ja, du müsstest glaube ich schon ganz am Anfang direkt zu dem hin und... Okay, jetzt haben wir noch eine Bombe. Tut mir leid, ich wusste echt nicht, wie ich mich da retten soll. Ich auch nicht. Wie gesagt, ich habe die Form auch noch nicht so ganz verstanden. Die erinnert mich ein bisschen an Sakura. Wegen dem Messer, ne? Mhm. Ja. Das kann ich nachfühlen. Oh ne, jetzt geht er hier auf die Seite. Was macht er? Oh Gott. Ach so, das ist ja easy. Ja, findest du? Oh ja, ehrlich gesagt schon. Ich setze nicht die Bombe ein, wenn es gar nicht geht. Ja, besser Bombe als sterben. Aber ich glaube, du schaffst das. Er hat fast keine Energie mehr, genau. Sehr gut. Ich bin toll. Das ist, wenn man sagt, das ist leicht, dann stirbt man. Ist doch meistens so. Das ist ein Trick, den ich über Toe geben kann. Wenn du mal nicht weiterkommst, dann sag einfach nicht, dass es leicht ist. Sorry. Ja, ich bin der Idee. Entschuldigen müsste, ich sterbe hier gerade auf dem Band. Kannst du dich wieder belebt werden? Ich werde gleich wieder belebt. Ich heul gleich. Wieso? Ein Versuch noch in das Video und dann ist das Video auch lang genug, ne? Das stimmt. Diesmal schaffen wir es aber auch. Das sagst du. Ach, wir haben können. Ja, das hat man gesehen. Wie auch können. Ach ja, dass du gut bist, darfst du übrigens auch nicht sagen in solchen Spielen. Dann stirbst du auch. Sage nicht, dass es einfach so, dass du irgendwas kannst. Sag am besten. Ist das vielleicht so ein Safe Spot? Das weiß ich nicht. Ich glaube fast. Du bist tot. Ich auch. Ja gut, der guckt ja so mal kurz, dann kommt noch einer. Ey, wir sind echt gut. Leute, findet ihr nicht auch? Ja. Lasst einen Kommentar in den Kommentaren da. Genau. Wie gut wir doch sind. Wir spielen immerhin auf schwer. Fuß. Was? Wir spielen immerhin auf schwer. Fuß. Also ich...
Ja gut, an sich ist es nicht schuld, dass wir sterben. Meine Schuld. Weil, wenn du so gut wärst, würdest du nicht sterben. Ja, ich weiß, ich spiele gerade scheiße. Nein, das war, ich spiele gerade wirklich schlecht. Ich sterbe öfter als du gerade bei dem Boss. Irgendwie. Weil die Position ist auch seltsam für mich. Ich schiebe alles auf die Position. Weil ich kann es ja nicht schuld sein. Ich bin niemals schuld, wenn ich das schief laufe. Ich bin perfekt. Marienchen. Kommst du jetzt auf Marienchen? Das ist so eine Katze, die ist immer perfekt. Ja. Ja, er hat so eine Katze. Die ist süß. Okay, ich weiß, wie man das... Nein, ich hätte es überleben können, wäre ich nicht so dumm. Und du setzt keine Bombe ein, nix. Nein. Ich wusste nicht, dass du tot bist. Nochmal. So lange ist der Part, so lange ist das Leben. Wir müssen einfach jetzt erstmal alles ab. Siehst du? Meine erste Welle ist easy. Ich bin auch easy, Mann. Easy going. Ja, das geht schon. Ja, genau. Auch immer schön, wenn wir von der Waffe reinballern. Stirb nicht. Tu mir den Gefallen, stirb nicht. Erste Welle sollte einfach. Bei meinem Können. So. Jetzt kommt wieder das. Auf die zweite Welle müssten wir eigentlich überlegen. Eigentlich ist das hier easy. Vor allem ist das irgendwie fast dasselbe, was Alice abzieht in Perfect Cherry Blossom. Okay, und ich probiere gleich was aus jetzt. Wenn ich sterbe, sag mir Bescheid. Ich sterbe, sag mir. Fuck! Du bist tot. Ja, ich wollte, bevor es sich überhaupt so. Weiß ich mal? Ja. Aber das vergessen. Wie ist weichst du dem auch. Scheiß aus? Keine Ahnung gerade, ehrlich gesagt. Ich hab jetzt nicht ganz gewusst, wie ich es gemacht habe, aber hey. Fuck. Und ja, so ein Messer haben wir es von Sakuya. Nur, dass Sakuya noch Zeit erhalten würde. Zusätzlich. Oh, alles schön rein. So, und hier jetzt bitte nicht dumm sterben. Genau. So, und jetzt sind wir in der neuen Farbe. Nee, die hatten wir vorhin auch schon. Die kennen wir noch. Und die ist gar nicht mal so freundlich. Wie kommt der? Nicht genug Waffenenergie. Und so. Autsch. Ey, ich kann keinen Bomben. Du bist tot, oder? Ja. Sorry. Ich sehe einfach. Jetzt schon, ich bin wieder da. Was ist los, ey? Wie kannst du dich immer noch nehmen? Was? Jetzt spawnen die auch noch halb an uns. Diese Form ist assig. Die spawnen ja fast in der Hälfte in uns. Das ist nicht ganz boah. Fair. Also. Wir haben viele Phasen, ne? Die Bosse. Wir haben echt ich viele Phasen. Ich sehe nichts. Ich habe da gerade echt Probleme mit. Ja, das ist normal. Also. Aber sogar die Perfekt, die eine Bonusrunde ist das jetzt schon. Das heißt, der Kampf ist fast zu Ende. Ne, ich bin. Du solltest eine Bombe reinsetzen. Obwohl, du schaffst das. Ist gerade nicht mal unbedingt schwierig. So, oh. Drängt mich nur so ein bisschen ab. So. Kein Problem. Ich hab da jetzt keine Alter, wie viele Phasen hat der? Ich denke, wir werden in der Bonusrunde. Waren wir auch. Heißt der Bonusrunde nicht, dass wir nicht mehr sterben können? Leider nicht. Das ist nur ein Toho der Fall. Hier kann man in Bonusrunden anscheinend sterben. Oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich schaff das nicht. Die Phase ist zum Glück nicht ganz schwer. Das war's. Boah. Das war schlimm. Wir haben sogar einen A-Rang. Hey, ich bin gut. Ich hab meine Angst besiegt. Gut gemacht, Lance. Der Boss war kein Kinderspiel. Das ist wahr. Und das ist gerade mal die vierte Welt gewesen. Aber der stärkste Mensch im Golem, was auch immer, hat gesiegt. Auf zum nächsten Gebiet. Irgendeine Idee, was das sein könnte?
Anscheinend ist es ein großer Insektenbau im Herzen des Dschungels. Insekten. Die Fresse. Ey, Stärke durch Menge. Ich hab durch dich ein Achievement. Ich bin halt gut. Gut. Und Gletscher erledigt. Ey Leute, ich bin der Beste. Nein, bin ich nicht. Ja. Ich bin so oft geschafft. Auf jeden Fall war es das für den heutigen Part mal. Mit Unterstützung. Ja. Mit schlechter Unterstützung. Ach was. Ich laber voll die Scheiße, oder? War doch ganz cool. Ja, aber ich laber doch voll die Scheiße. Tue ich auch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ja, wirklich. Ab. Ciao.